Also das Ziel der Hellhound Foundation ist schon immer, sag ich mal, auf zwei Ebenen gewesen. Das eine ist natürlich, solche Hunde davor zu bewahren, dass sie eingeschläfert werden. Ne? Also das, alle Hunde, die hier gelandet sind, hatten irgendwann mal den Bescheid zur Einschläferung von der Behörde oder auch von einem Tierarzt ausgestellt bekommen. Und unser Ziel ist es eben, dadurch, dass die Hunde hier so eng mit uns zusammenleben und den Alltag mit uns, sage ich mal, bestreiten, rauszufinden, was das Problem ist, damit wir eben, und das ist das zweite Ziel, Aufklärung leisten können. Denn es ist ja nicht damit getan, dass wir 1000 Hunde aufnehmen, sondern es geht halt vielmehr darum, rauszufinden, warum werden Hunde so eklig, warum werden die so heftig. Und dann eben zu sagen, mit den Erkenntnissen, die man hat, wir gehen raus und erklären das Leuten. Ne? Das machen wir im Sinne von Webinaren und Seminaren, dass wir halt eben sagen, guck mal Leute, wenn ne, der Hund das und das Ausdrucksverhalten zeigt, wenn er sich so und so verhält, dann sind wir schon in einem Bereich, wo es gefährlich wird. Und ich glaube, das ist, ja, also das eine ist natürlich wichtig, den Hunden eine Plattform zu geben, wo sie vernünftig leben können, wo sie in Gruppen leben können und wo sie mit Menschen wieder zusammenfinden können. Das andere, die Aufklärung, ist aber, glaube ich, noch viel wichtiger, ne? Weil alles, was wir verhindern können, was entsteht, muss natürlich dann nicht hier wohnen.